Ach, du liebes bisschen. Das geht. Oh je, oh je. Da bin ich wohl auf die schiefe Bahn geraten. Hoppala. Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Hier ist für Sie Ihr 93 Studio mit der nächsten Ausgabe von Castlevania Lords of Shadow 2, Ihr 93 Studio. Wir sind jetzt wieder in dieses Unternehmen eingedrungen, um das Gegengift zu holen, das angeblich, soweit es hier im Buche steht, an einem sicheren Ort ist. Ganz ehrlich, wenn das da oben die Wachen waren, die paar Mutanten, die sie vor dem Haus positioniert haben, dann ist es eigentlich nicht so sicher, aber ich vermute, hier würde sich befinden, ja. Und hier wird noch irgendeine große Wache sein, irgendein Wachposten, weil sie werden mir das wahrscheinlich nicht einfach so übergeben, einfach so mich annehmen lassen, hoppala. Ich sehe da schon was, anscheinend geht es da doch noch weiter, gut, 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 okay. Links geschaut, rechts geschaut, runter geht's, upp, und ab in den Schatten. Ja, das krabbelt immer so, wenn die Nagzähne rauskommen. Habe ich irgendwas verpasst? Nein, anscheinend nicht, okay. Jupp, jupp. Ah, da haben wir wieder ein paar. Wie heißen die nochmal? Golgot-Wachen? So. Okay, schauen wir mal. Wir haben eine Wache, wir haben zwei Wachen, wir haben ein paar Kakerlaken. Hoch, kleines Next. Entschuldigung. Okay, wo muss ich lang? Lass es mich gerade schauen. Ich muss irgendwo eine Öffnung sein, wo ich reinschlüpfen kann. Wo? Oder soll ich denn in den Innern beißen? Autsch! Was soll denn dies? Rattenfeindlich. Pah! Wenn man da nur gegenüber einer Art Tiere etwas hat, ist das eigentlich auch rassistisch? Hm? Weil ich meine, das ist ja eine Tierrasse. Wo geht's hier lang? Weil für irgendwas... Achtung! Süß und knuddelig aussehen. Süß und knuddelig. Haha, es funktioniert. Moment, also für irgendwas muss es doch einen Sinn haben, dass ich mich in eine Ratte verwandeln kann. Oder? Moment, lass es mich gerade mein Rattenhirn verwenden. Denk wie die Ratte, sei die Ratte. Ich habe Hunger auf Käse und Abfall. Okay, also... wahrscheinlich muss ich mich... Hier, ich brauche eine der Wachen, um den Schalter zu betätigen. Daher vermute ich, muss ich... erstmal eine der Wachen ablenken und muss diese übernehmen. Das ist wahrscheinlich der Trick in der Sache. Nur wofür ist dann das hier mit dem Rattenloch? Oh. Nun gut, dann schauen wir erstmal. Ah, okay, ich hätte erstmal hingehen sollen, denn jetzt... Denn jetzt hat es mir gezeigt. Moment mal. Ganz ehrlich, der Aufbau des Raumes erinnert mich sehr stark an den Raum, den ich schon in dem Unternehmen gesehen habe. Jetzt bin ich ja sozusagen im Untergrund. Okay, erstmal meine Fledermäuse ausstatten. Das Problem ist nur... Und jetzt schnell hinschleichen und übernehmen. Boah. So, und jetzt schnell den Schalter betätigen, solange er hier auf den Beinen ist. Ich glaube, das war genau richtig. So langsam kriege ich, glaube ich, den Dreh raus. Beim Kämpfen und auch bei diesen Stealth-Aktionen. Und wir haben es nicht kommen gesehen. Ja, ja, ja. Und in 3 Sekunden wird hier eine Pfütze entstehen. Macht das eigentlich was, wenn ich... Oh, Tatsache. Ja, sorge ich doch. Naja, hat jetzt 7 Sekunden gedauert, aber dennoch. Anscheinend hat das Gas dafür gesorgt, dass wir uns getrennt haben, oder war es einfach nur das Zeitlimit? Okay. Lage checken, Lage checken. Aha. Was für ein Zufall, dass wir jetzt da ein paar wichtige Dokumente vorbeitragen. Mann, wir haben nur ein paar Wachen. Okay, schauen wir mal. Also, ich sehe schon, ich muss ihn ablenken und dann da hochklettern. Feuer frei. So, und jetzt ganz schnell
Hoch, hoch, hoch. Hoch hinaus. Das war nix. Jesus, Krimini. Du bist schnell, hä? Okay, wo geht's weiter? Okay. Boah, bloß nicht in den Scheinwerfer rein. Wenn er mich entdeckt, bin ich Moose. Was war das denn gerade für ein Schatten? Ah. Ist da... Ich weiß nicht, wo muss ich lang? Da drüben hin oder hier? Ich glaube nämlich, hier ist irgendwas versteckt. Das war ein bisschen zu offensichtlich. Autsch. Und was ist es? Stein. Ach ja, ich habe nachgeschaut, wie ich meinen Drachentalisman auffüllen kann. Das ist im Grunde genauso wie im ersten Teil mit dem Kristall. Ich muss 5 Teile sammeln. In dem Fall muss ich 5 Drachenschuppen sammeln. Die kann ich entweder bekommen, wenn ich starke Feinde besiege. Oder die kann ich beim Chupacabra kaufen. Ich sollte mir also wirklich überlegen, wann ich die Schuppe einsetze. Okay, wann bist du weg? Wo muss ich lang? Ah, verstehe. Ich muss ihn übernehmen, um durch die Tür zu kommen. Okay. Gut, ich bin kurz vorm Ende. Ich bin kurz vorm Ziel. Okay. Nun die Sache. Wo geht er lang? Geht dort lang? Okay, ich würde am liebsten abspringen. Einfach hier runterspringen, um ihn dann auszutricksen. Aber ich kann nicht von diesem Weg runter. Und sie ist so gut bedacht, hä? Ist ja genau um die Kurve, pa. Beweg dich mal ein bisschen schneller. Beweg aber nicht den Kopf nach oben, ja? Beweg nur die Füße, nicht den Kopf. Okay, ganz. Ich glaube, ich bin gerade noch aus einem Radius raus. Okay, wie drehst du dich um? Einmal links, einmal rechts. Ganz schnell, stille und heimlich! Hast du nicht angesehen, was? Man hätte dir lieber Augen in den Hinterkopf implantieren sollen. Wäre nämlich ein Vorteil gewesen. Bei deinem fehlenden Verstand ein paar extra Klubscher hätte die Lage retten können. Naja. Zum Glück haben die das so einfach gemacht, dass die da ja damit zurechtkommen. Die hätten ja nicht sagen können, oh, du brauchst einen bestimmten Code, weil den hätten sie nicht eingeben können. Ja, okay. Okay, da haben wir gesehen, wie die Soldaten durchgekommen sind. Aha! Da brauchen wir also das Rattenloch. Heißt das, ich muss jetzt den ganzen Weg zurück? Ich glaube ja, das bedeutet es, denn er hat ja das Tor geöffnet. Ah, nee, jetzt komme ich hier ja nicht mehr durch. Dann muss hier irgendwo anders ein Rattenloch sein. Nur wo? Also ich kann nur eine von beiden gleichzeitig blenden mit meinen Fledermäusen. Da hinten muss wahrscheinlich ein Loch sein, aber wie komme ich da hin? Moment, natürlich, ich hab's. Einer angreifen. Sie ist geblendet. Er geht hin. Autsch! Ich wollte sagen, ist abgelenkt. War aber nicht der Fall. Vermeide eine mit den Golgoth-Wachen. Wächtern, genau. Wo war denn der letzte Checkpoint? Hä? Wo war denn der bitte? Bitte nicht zu weit entfernt. Ja, hab verstanden. Ach bitte, den Teil muss ich nochmal machen. Den habe ich doch so schön Mann. Den wollte ich doch gerade hier so schön abhaken. Okay, da ist kein Rattenloch. Ich bin ja in die Ecke rein, da war nichts. Da ist eine Leiter. Aber ob ich über die klettern soll? Feuerfrei. Fliegt, meine Schätzchen, fliegt! Fliegt und bringt Verderben über die Welt. Und über seine Augen. Ach so, er hat gehört, wie ich da runtergerutscht bin. Verstehe. Ich dachte, ich wäre runtergefallen, weil er hier zu viel getrampelt hat. Hoppala. Dracula. Zip. Spielen wir mal wieder das liebe Wartespiel. Dabei können wir Fledermäuse zählen. Ein Fledermaus. Zwei Fledermäuse. 3, 4, 5, 6, immer noch 10. So viele Fledermäuse.
Fall. Dumm, du dumm. Schicke Rüstung hast du an. Hat dir deine Mama die ausgesucht? Hm? Wir wollen ja nicht, dass da ein paar Blutfänge draufkommen. Nee, nee, nee. Das war zu knapp. Oh, Jesus, hätte er sich ein Hall, hätte er sich 60 Grad mehr gedreht, das wäre vorbei gewesen mit mir. So, beweg dich mal schneller. Beweg dich schneller, verdammt nochmal. Bevor du mir ausläufst. No trespassing. Warte. Ich werde auch keine Drehs, ich werde keine drei passieren. Ich werde nur zweimal passieren. Oder nur einmal. Na gut, das war das zweite Mal. Das dritte Mal, dann wird es ein Problem. Dreh passieren. Gut. Ja, ich muss anscheinend... Ich muss über die Leiter, oder? Nee. Es zeigt mir das an, weil ich da durchs Rattenloch muss. Aber da ist nichts, wo ich mich verwandeln kann, oder? Oder habe ich hier was übersehen? Also ich kann da wieder hoch. Hm. Im Moment bin ich auch im Stealth-Modus. Ich kann nicht angreifen. Oh, 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 oh. Applikator. Wie komme ich da hin? Und ein Denkmal. Hm. Moment, da kann ich hoch. Einfach so. Ach, ich hätte über jede Ecke rutschen. Ach so, dann komme ich da hin. Moment. Nützt mir das was? Ist hier was? Kann ich nochmal durch die Tür durch? Ich glaube nicht. Ach, hier ist das Rattenloch. Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Es war zu gut versteckt. Sogar für meine Augen. Und jetzt habe ich, Moment, das sind 9 Ratten. Jetzt habe ich sogar 18 Augen. Hui. Dun. Ratten sind auf dem Vormarsch. Versteckt euren Käse, versteckt eure Töchter. Und die sind noch dazu. Hä? Wieso das? Wir lieben Löcher. Oh. Guten Tag, die Herren. Stehe ich auf der Liste? Natürlich, und zwar in Begleitung. Dankeschön. Echt, die sollten hier besser die Löcher stopfen. Ansonsten kommt hier jemand durch wie... Hallösche. Oh. Echt, ihr seht dieses wabende dieser wabende Schatten nicht aufgetaucht? What the hell? Oh oh. Das hat er bemerkt? Ganz ehrlich, sie bekommen nicht mit, wie ich seine Artgenossen, seine Brüder übernehme, aber er bemerkt, wie ich mich verwandle? Na, okay. Und nun, hey ho, eine Zugfahrt, die ist schön. Ich dachte mir doch, ich bin nicht alleine, Ruppala. Ach, du liebes Bisschen, du bist ein großer Vertreter von den Mutanten, was? Eine neue Charakterdatei. Schauen wir mal. Sie wird dich an einen Ort bringen, an dem die Diener das Gegengift aufbewahren, okay? Moment, ich muss lesen, wer du bist. Soldat Satans. Oh ja, so sieht er aus. Als die Türen des Avernus einmal geöffnet waren, begannen dämonische Horden die Erde zu belagern und bei den Menschen Angst und Verzweiflung zu schüren. Die Soldaten Satans kennen kein Mitgefühl. Sie schlitzen ihre Opfer mit Messern aus Knochen auf, um ihnen durch die gelbe Eiterbeule, die sich auf ihrer Brust bildet, die Seele auszusaugen. Das aus ihrem Brustkorb strahlende Licht der Unterwelt. Licht aus der Unterwelt, wo keine Sonne rauskommt. Das ist ein Paradox. Allein scheint ihnen eine ungewöhnliche Stärke zu verleihen. Wer Pech hatte, musste mit ansehen, wie sein innerer Dämon freigelassen wird. Dabei handelt es sich um eine phantasmagorische Schlange mit einem unbändigen Appetit, die mit ihren mächtigen Kiefern durch Mauenrüstungen Fleisch trinkt. Moment, also die Seele. Eine phantasmagorische Schlange? Wie sieht die denn bitte aus? So, weil ich das sagen kann, haben sich unter der Stadt die Tore der Hölle geöffnet. Passt auf eure Leben auf und rennt um euer Leben. Mark Brennan. Okay, gut. Wie kümmere ich mich um den? Uiuiui. Okay, Fledermäuse beeindrucken dich nicht! Okay, was tue ich? Was mache ich mit dir? Hoppala. Schmeiß mich bloß nicht vom Zug. Ich war nicht. Zack.
Moment. Muss ich den in einer bestimmten Zeit besiegen? Okay. Upp. Dankeschön, die Zugluft hat mir sowieso nicht gut getan. Was soll ich tun? Nach oben. Hey! Jo! Von wo schießen die? Das ist mal ein interessanter Kampf, so interaktiv. Wo muss ich lang? Ja. Wow. Was soll ich tun? Ich habe geleuchtet. Ich habe aufgeleuchtet. Vermeide einen. Ja, verstehe ich. Soll ich ihn einfach ablenken? Ist es das, was mir der warme Schatten um meinen Körper sagen wollte? Naja, am Zielort des Zuges. Ist in Ordnung. Ja, jetzt waber ich. Das hat schon die Fledermäuse ausgerüstet. Okay. Frei. Ja, genau das sollte ich tun. Hallo, hier ist die Fledermäuse wieder da. Ich habe Angst. Fliegende Ratten. Ugh. Das, meine Lieben, ist der Grund, warum man immer nach links und rechts ziehen sollte, bevor man hier die Straße überquert. Ach, du liebes bisschen. Das geht. Oh je. Da bin ich wohl auf die schiefe Bahn geraten. Voilà. Okay, ich sehe schon, was ich tun soll. Und zwei. Und noch ein drittes Mal. Ich sehe es doch kommen. Da passiert was. Soll ich einfach hier jetzt hängen bleiben? Oder soll ich was tun? Autsch. Ja, das war schlecht. Das war schlecht. Kann ich hier noch wo klettern? Ja, kann ich. Ach so, ich soll wieder reinklettern. Verstehe. Na. Halt die Luft an. Ganz ruhig. Warte auf die richtige Gelegenheit. Das war nicht die richtige Gelegenheit. Ich bin hin... Bitte... Das verstehe ich gar nicht. Der hat nur hier rumgeschwungen hier. Das reicht, um mich zu töten? Ja, das habe ich schon verstanden. Ah, Dios mio. An den einfachen Stellen schleppe ich immer. Das ist das, was mich aufregt. Okay, was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich habe mich doch rangeschlichen, aber währenddessen kann ich ihn anscheinend nicht angreifen. Soll ich mich einfach... Soll ich einfach warten? Vorsichtig. Achso, ich soll einfach... Jetzt sag nicht, jetzt dreht er sich um. Oh, ich habe wieder so kompliziert gedacht, meine Freunde. Mann. Mann. Für sowas habe ich wirklich keine Geduld. Das musst du üben, Joe. Habe Geduld. Hä? Achte auf die richtige Gelegenheit. Warte auf die richtige Gelegenheit. Und nutze sie. Nach der Sache. Ich wollte gerade sagen, nach der Sache werde ich einen steifen Nacken haben. Ja. Denkst du? Ich glaube, der hat nur noch ein halbes Gesicht, oder? Okay, gib mal. Ich brauche Leben zurück.
Autsch, ich brauche Leben zurück, sage ich. Nicht verlieren. Schön von hinten angreifen, jawohl. Autsch! Jausa! Okay, ich habe volle Kraft, okay. Das geht jetzt die ganze Zugfahrt so, hä? Immer der Wechsel zwischen ihm und der Wachen. Stealth und Aktion. Das ist interessant. Okay, achso, ich habe ihn abgelenkt. Das ist gut. Und hoch mit mir. Und. Hey, jo. Zum Glück sind sie schlechter im Ziehen als ich. Und das soll was heißen. Oh, das war schlecht. Okay. Links. Nein, das war schlecht. Nein. Links. Und nochmal links. Und rechts. Ganz ehrlich, der Abschnitt gefällt mir. Das war zu langsam. Jetzt verstehe ich's. Abschätzen muss man können. Ihr nutzt alle meine Schwächen aus. Großer Clown. Besonders eine meiner Schwächen. Du wirst vielleicht sterben, aber nicht ich. Okay, ich glaube, ich sollte ihm einfach hinterher. Na. Puh. Jo. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ah, Genick gebrochen. Okay, gut. Musste ich gar nichts. Ich habe nicht das Genick gebrochen. Hey. Na, warte. Bumm. Zack. Zack. Du willst dich verteidigen? Vergiss es. Ah, ich glaube, ich verstehe jetzt auch langsam, wie ich die Klauen und das Schwert im Kampf nutzen soll. Genau das, was er ja gesagt hat. The next time you creep up on me from behind will be your last. Zobek sent me. He feels you might need my help as you're still weak. I can look after myself, boy. I don't need anyone's help. Least of all yours. What are we looking for? This train leads somewhere important. I saw many of their elite boarding it. Find where this leads, and we find the antenna. Come on, let's not waste any more time. Ich habe das Gefühl, dass sich hinter der Maske dieses Ritters eine bekannte Person befindet. Wenn ich nicht besser wüsste, würde ich sogar sagen, dass es Zobek selber und der Zobek, den wir sehen, ist eine Art Hologramm. Oh mein Gott, es wird sogar Sinn machen. Ich meine, als wir den Vampirtöter gesehen haben, sah der auch sehr realistisch aus, müsst ihr euch erinnern, aber es war lediglich ein Hologramm. Haben wir jemals gesehen, wie Dracula und Zobek interagiert haben, sich irgendwie berührt haben? Nein. Also warum, also was würde dagegen sprechen, dass dieser Ritter in Wahrheit Zobek ist? Ich meine nur. Nun dann, meine Damen und Herren, ich hoffe mal, dass der liebe Satan, der Papa von diesem Soldaten, oder war das ein Soldat?
ich kann mich gerade nicht erinnern, dass der eine gute Schadensersatzversicherung hat, weil das hier, hui, das wird viel kosten. Nun denn, ich hoffe, Ihnen hat diese Ausgabe von Castlevania Lords of Shadow 2 gefallen. Nächstes Mal weiter auf der Suche nach dem Gegengift. Und sage ich, das kommt mir ein bisschen so fillermäßig vor. Hä? Wir sollen einfach jetzt das Gegengift finden und ich hoffe, dass zwischendrin einfach schöne Sachen passieren, damit es da nicht so fillermäßig rüberkommt. Bis dahin, ihr 93 Chovo. I love to entertain you. Tschüss. And goodbye.